Hallo zusammen, hier ist die Ellen von Double Beauty School. Ich grüße euch herzlich zu meinem neuen YouTube-Video. Heute ist das Thema Nägel verlängern wieder dran und ich zeige euch die schnellste Methode, wie ihr das zu Hause selber machen könnt. Ich verwende dazu die Gel-Tipps von Double Beauty Shop und teste sie auch gleich. Viel Spaß beim Video! Also diese Verlängerung kommt nach 4 Wochen. Weg, da habe ich mit Acrylgel gearbeitet und man sieht, dass die Ecken sich ein bisschen abgerundet haben. Das ist typisch für Acrylgel. Zuerst mache ich die Länge von den Nägeln weg, damit ich weniger fräsen muss. Und dann habe ich komplett wirklich bis zu dünner Base-Schicht runtergefräst und das Ganze dann mit der Feile nachgefeilt. Da ich meine Naturnägel wieder wachsen lassen will, habe ich nicht komplett die Länge weggemacht, sondern nur da, wo es notwendig war, wo die Nägel halt abgebrochen waren. Und da bin ich mit der Feile gleich über die Nageloberfläche gegangen und die Naturnagelvorbereitung durchgeführt. Da habe ich zum Teil tatsächlich die komplette Base weggemacht. Das ist jetzt nicht schlimm, weil die Nägel werden nicht dünner. Wenn man das alles mit Gefühl macht, dann schadet es dem Nagel nicht wirklich doll. Natürlich nimmt man ein bisschen von der Nageloberfläche was weg, aber alles im grünen Bereich. Und die Maniküre zeige ich euch mit diesem Stick. Den gibt es bei Double Beauty Shop und das habe ich extra für dieses Video mitgefilmt, damit ihr da ein bisschen mitschauen könnt, wie toll man die Nagelhaut damit wegbekommt. Die unsichtbare Nagelhaut, die Hornhaut an Nagelseiten. Man kann wirklich alles damit wegbekommen und sehr, sehr saubere Maniküre durchführen. Da braucht man nicht unbedingt auch einen Fräser, wenn man jetzt sagt, ich habe Angst vor dem Fräser oder es klappt nicht mit dem Fräser, ich fräse mir richtig doll den Nagel immer, dann ist es tatsächlich eine gute Alternative, vor allem für die Menschen, die viel Nagelhaut haben, auf der Nagelplatte, also die unsichtbare Nagelhaut. Dann ist es schon sehr, sehr hilfreich. Und natürlich auch die Hornhaut. Also die muss meistens weg. Sie bildet sich umso mehr, wenn die Nägel länger sind, habe ich das Gefühl, seitlich. Also habe ich die auch ordentlich weggemacht. Und dann cleanere ich den Nagel und schneide gegebenenfalls, wenn was weg muss, noch weg. Also da war die Nagelhaut jetzt nicht so viel. Habe ich trotzdem ein bisschen was wegschneiden können. Ihr kennt mich, ich bin da ein bisschen zu perfektionistisch, aber nicht allzu viel, dass ich wirklich bis zur lebendigen Nagelhaut wegschneide. Mich schneide ich so gut wie nie und das ist der Unterschied zwischen den Nägeln, die nicht gemacht sind und die schon mit Maniküre sind. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlicher. Mit diesen Gel-Tipps werde ich verlängern, die habe ich von Double Beauty Shop. Und die lassen sich ganz leicht abbringen von dieser Palette. Und hier ist es wirklich extrem wichtig, dass man passende Größe aussucht. Dieser Teil vom Tipp ist weich, super dünn und der untere Teil ist schon stabiler. Und das ist das Gute an diesen Tipps, weil dadurch das obere Teil so dünn ist, ist der Übergang kaum sichtbar. Und diese Tipps lassen sich wirklich wunderbar an den Nagel anbringen ohne Luftbläschen, weil die so weich sind. Also habe ich jetzt die passenden Größen ausgesucht. Bei den Größen, wo es mir nicht so gepasst hat, habe ich tatsächlich den Tipp auch noch nachgefeilt. Das geht auch. Der Tipp ist relativ dünn und lässt sich schnell in die Form feilen. Da musste ich glaube nur bei 2 machen. Habe ich seitlich von beiden Seiten ein bisschen was weggefeilt. Das ging relativ schnell. Und dann habe ich halt meine 5 zur Seite gelegt und eben dann die Nägel vorbereitet. Also natürlich Maniküre ist es eine, aber zweiter muss eine Base drauf. Ich werde mit keinem Kleber hier arbeiten, ich werde die Tipps auch mit einer Base fixieren. Und dafür müssen wir zuerst eine gute Haftung auf dem Naturnagel schaffen. Da mache ich eine meiner Lieblingsbases drauf. Die hat genug Säure, dass sie gut haftet. Und die Konsistenz liebe ich total. Und da habe ich auf alle Nägel die aufgetragen und ausgehärtet und die schwitschig runtergemacht, weil ich habe dann mit dieser Hand vieles noch gehalten, wie ihr seht. Also hätte schwitschig mich sehr gestört. Und dann mit der gleichen Base
fixiere ich den Zip auf dem Nagel und hier drücke ich richtig doll und härte mit so einer Lampe an. Die habe ich an meiner IKEA-Lampe mit einem Kleberband fixiert und das war richtig hilfreich, weil man hat dann doch nicht eine dritte Hand, die helfen kann. Oder man kann es natürlich auch mit der Lampe machen. Also Boden raus, die Lampe etwas höher stellen und dann geht das auch. Da ist mir ein bisschen Base auf die Haut gekommen am Mittelfinger. Die musste ich dann so ein bisschen abmachen von der Haut. Und bei dem Ringfinger habe ich wieder nochmal nachfeilen müssen, weil ich festgestellt habe, dass der Tipp doch nicht so perfekt gepasst hat. Bei allen Nägeln habe ich es geschafft, ohne Luftbläschen zu arbeiten. War richtig, richtig happy, weil wenn da Luftbläschen sich bilden, dann sind die Liftings vorprogrammiert. Und da ich sehr ordentlich hier war und sehr präzise, zum Glück ist es nicht passiert. Diese Mordslänge habe ich mit einem Knipser weggemacht, weil ich komme mit dem Alltag mit solchen Längen überhaupt nicht zurecht. Sie sehen zwar toll aus und da kann man richtig schöne Designs draufmalen, aber das ist doch nichts für mich. Wenn ihr mit Geltipps verlängern werdet irgendwann, dann holt euch unbedingt so einen Knipser, das erleichtert um einiges das Kürzen der Nägel. Und bevor ich die Form gefaltet habe, habe ich dann noch den Übergang schnell angefräst. Dafür habe ich einen weicheren Hartmetall-Bit genommen, weil der Tip richtig, richtig dünn ist. Und da habe ich auf dem Nagel nur ganz dünne Schicht Base. Und da wollte ich unbedingt vermeiden, dass ich bis zum Naturnagel runterfräse damit. Und das hat richtig gut funktioniert. Da war ich auch sehr happy und das ging sehr schnell. Das muss ich auch dazu sagen. Und dann musste nur ein bisschen die Seitenlinien nachgefeilt werden und da hatte ich auch so ein bisschen Base in der Ecke und dann habe ich alle noch gekürzt mit der gleichen Feile, mit der ich davor die Nägel vorbereitet habe. Und meistens habe ich auch dann mit der weicheren Seite gearbeitet und alle Nägel müssen unbedingt noch angeraut werden, sonst hält sowieso nichts auf den Nägeln. Da mir diese Tipps tatsächlich zu weich waren, für viele wird es in Ordnung sein vom Tragegefühl, für mich war es nicht so, habe ich dann mit dem flüssigen Gel von der Marke Eclair einen kleinen Aufbau gemacht für mehr Stabilität der Nägel. Ich werde euch alles in Infobox verlinken. Ich habe dieses Gel absichtlich genommen, weil für mein Design hat diese milchige Farbe sehr gut gepasst und er sieht, mit wie wenig Produkt ich arbeite und am meisten geht sowieso an die Stelle, wo ich den Übergang zum Naturnagel habe. Also da habe ich am meisten wahrscheinlich Produkt aufgetragen und sonst ist es alles super ultra dünn auf dem Nagel. Ich zeige euch dann auch eben den Blick in den Tunnel zum Schluss, wo ich alle Schichten auf dem Nagel habe. Die Nägel sind richtig dünn geworden und ich fand das Arbeiten mit Eclair-Gelen richtig, richtig nice. Also die ziehen sich schnell glatt. Ich habe mir fast bei jedem Finger noch mit einem kleinen Feinliner nachgeholfen. Aber musste fast nicht sein. Also man könnte das auch mit dem Pinsel machen. Und dann habe ich die Nägel abgecleanert. Nochmal Stabilität geprüft, das war gut. Irgendwo habe ich noch die Folien nachgefeilt. Bei den Gelen ist es natürlich so, die haben diese spezifiziert, dass sie sich gerne in so kleine Hügelchen zum Spitzchen zusammenziehen und da habe ich einige Nägel was nachfeilen müssen. Und da ich einen kleinen Abstand zum Rand hatte, habe ich noch mit der Mega Base von Victoria Wien eine extrem dünne Schicht drauf lackiert. Und dann kommen wir jetzt endlich zum Design. Also für Design habe ich auch von der Base die Schwitzschicht entfernt, weil ich werde die Folie anbringen und da brauche ich keine Schwitzschicht, sonst wird sie überall auf dem Nagel sein. Und mit der gleichen Base male ich mir so etwas dickere Linien in der Mitte komplett frei, also ohne jetzt irgendeinen Plan, dass sie ungefähr alle gleich Höhe sind, gleich dick, aber ein bisschen unterschiedlich. Und in die nasse Base werde ich ganz normale 7er Folie arbeiten. Und hier lege ich sie richtig weich auf. Also ich übe überhaupt keinen Druck aus. Ich habe sie noch ein bisschen noch so angewinkelt, dass sie überall klebt. Und die klebt ja gut, weil die Base ist hier nass. Und dann die Base ausgehärtet, so 30 Sekunden. Und dann ziehe ich die Folie schon ab. Und dann ist sie auf dem Nagel. Funktioniert super easy.
Also das kann man wirklich mit jeder Folie machen. Und wichtigster Moment, man muss die Folie super gut fixieren. Also macht immer so ein bisschen Abstand zu eurem Haut. Ich habe alle meine Muster so gemalt, dass man seitlich nur einen kleinen Abstand hat. Und mit einer sehr säureneutralen Base gehe ich komplett über alle Nägel drauf. Weil ein säuriger Base könnte dann silberne Folie etwas zerstören. Dann habe ich diese Base ausgehärtet und gehe über die weiße Farbe mit dem matten Topcoat drüber. Dieser Topcoat ist richtig, richtig schön, lässt sich streifenfrei auftragen und hat einen schönen matten Effekt, der nicht so schnell dreckig wird. Finde ich bei helle Farbe sowieso ein Muss und kann ich wirklich nur empfehlen. Und ihr seht den Unterschied, da habe ich bei dem Daumen schon mal Topcoat aufgetragen auf silbernen Muster und hier noch nicht. Ich arbeite mit diesem Topcoat, das ist von der Marke Spectre, heißt Scratch Resistant, also zerkratzt nicht so schnell wie die anderen Topcoats. Und da male ich über das Muster, über das silberne Muster mit dem Topcoat, mit dem Fineliner. Da muss man echt präzise sein, dann sieht das Ganze sehr ordentlich aus. Und hier nehme ich mir ein bisschen mehr Topcoat und fülle das so ein bisschen voluminöser auf. Das habe ich jetzt bei allen Nägeln gemacht und das Design ist fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal den Blick in den Tunnel. Also die Nägel sind richtig, richtig nice. Ich habe zum Schluss nochmal nachgefeilt, das liebe ich ja, dass die Form nochmal ordentlicher ausschaut und genau. Und jetzt dadurch ist überhaupt keine zusätzliche Dicke an den Spitzen entstanden, so musste ich nichts rausfräsen. So, ich habe mich so in diese Nägel verliebt, also schaut euch wirklich diese Zierkurve an. Es ist wunderschön. Und das ist das fertige Ergebnis. Da müsst ihr mir unbedingt in den Kommentaren schreiben, wie euch die Nägel gefallen. Also ich bin wirklich verliebt und ich trage dieses Design so gern. Ich bin wieder da, also ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, habt ihr diese Methode schon mal ausprobiert oder wollt ihr das vielleicht machen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns auf Insta und auch hier auf YouTube. Bis dann, ciao!